Jetzt bei Sonja. Fehlschuss. Scheiß was auf Frau und Kind, Hauptsache 60 gewinnt. Na, Abseits ist eine Situation während des Fußballspiels. So wie du ihm Abseits erklärt hast, also das war stark. Das wird mir in die Wiege gelegt. Meine Mutter geht auf Schalke, mein Opa ist immer gegangen. Wir Schalker oder Rostocker oder sonst irgendwelche sind, würde man vielleicht auch gleich trauen. 5 Minuten Stadion. Nordkurve rechts rein, links wieder raus und nach Hause. Du würdest mit ihr Schluss machen, wenn sie plötzlich Bayern-Fan wäre? Ja, auf jeden Fall. Dabei sind. An kaum einem Thema scheiden sich die Geister so sehr wie beim Fußball. Die Ehemänner sitzen vor dem Fernseher, brüllen den Fernseher an und die Ehefrauen sind genervt, weil es den Kindern meistens auch auf den Geist geht. Das Thema heute bei Sonja, bei Fußball geht ihm einer ab. Lernen Sie meinen ersten Gast kennen, er heißt Andreas und ein Fußballclub kann sich kaum einen besseren Fan wünschen. Herzlich willkommen. Also das Outfit sieht ja schon mal ganz klasse aus. Was für ein Fan bist du denn? Von was für einer Fußballmannschaft? Natürlich vom TSV 1860 München. Hey, 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 jeder darf seine Meinung hier sagen. Wie lange hast du daran gebastelt, bis diese ganzen Fransen da dran waren? Also für die Mütze habe ich 9 Stunden gebraucht. Das alles einzunähen, das ist also die Schwerstarbeit. Und für die Kutte selber habe ich gute 24 Stunden gebraucht. Ui, also da ist schon richtiger Faneifer dabei. Aber man hört, du kommst nicht aus München. Wie kommt es, dass du trotzdem München-Fan, also ich sage Löwen-Fan bist? Hilf. Das ist richtig. Es hat mit dem einen Grund zu tun, ich habe in meine Jugend kämpfen müssen. Ich habe auch in meinen Berufen ewig kämpfen müssen. Und da gibt es nichts Besseres für den Löwen, weil der Löwe ist einfach ein Zeichen der Stärke, des Selbstbewusstseins und der kann kämpfen. Wahnsinn. Ich meine, das Outfit, du findest es sehr wahrscheinlich schön. Kann man ja halten, was man möchte davon. Aber läufst du dann auch privat so rum? Momentan habe ich jetzt 280 T-Shirts. Da sind natürlich immer die Löwen drauf und die trage ich auch privat. Also da gibt es gar nichts. Wie sieht es mit der Bemalung aus? Bemalung also zu jedem Heimspiel. Und das ganze Gesicht. Mal machen wir ein bisschen mit 60 halt drauf. Und so weiter. Es kommt halt immer drauf an, also wie die 60 momentan drauf sind. Wie alt bist du jetzt? Ja, ich bin jetzt 29, werde also dieses Jahr 30 und... Ja, und wie ist das denn? Wenn man 29 ist und jetzt langsam auf die 30 zugeht, da wird man ja ein bisschen älter, da wird man ein bisschen vernünftiger. Meinst du denn, dein Fan-Getue, sage ich jetzt einfach mal, wird irgendwann mal etwas weniger werden? Es ist jetzt die ganze Zeit ruhiger gewesen, aber ich bin jetzt wieder dabei, also nächste Saison wieder jedes Auswärtsspiel anzufahren. Das heißt, ich fahre jedes Auswärtsspiel wieder, werde auch eine Menge Kohle wieder reinstecken. Dafür habe ich jetzt wieder einen 610-Mark-Job angefangen, um praktisch das zu finanzieren. Und da werde ich jetzt nächste Saison wieder auf jedes Heimspiel und jedes Auswärtsspiel fahren. Also nichts mit Rüger? Nein. Was hast du denn noch so getan, um dich mit den Löwen zu sozialisieren? Ja, ich habe was ganz Verrücktes getan. Also ich wollte nach dem ersten Bundesliga-Aufstieg, wollte ich mir praktisch, also das haben wir in der zweiten Liga gewesen, wollte ich mir die Haare weiß-blau färben. Und ich habe schulterlanges Haar. Und pechschwarzes dazu und da hat mein Friseur gesagt, also Herr Nörsel sagt da zu mir, wenn Sie Ihre Haare jetzt färben, hat er gesagt, dann verspreche ich Ihnen, dass Sie in spätestens zwei Wochen keine Haare mehr haben, da ich eben schwarzes habe und das 6 oder 7 Mal gebleicht werden muss. Aber das ist noch nicht alles, du hast es letztendlich nicht getan. Das ist richtig, deswegen habe ich halt mir die Perücke gemacht und nach dem Bundesliga-Aufstieg habe ich mir geschworen, ich sage einmal Löwe, immer Löwe und habe dann einen Schritt gewagt, den ich mir nie getraut habe. Ich habe mich tätowieren lassen. Und natürlich, wo lasse ich mich tätowieren? Auf dem Herzen. Und dann mir einen Löwenkopf tätowieren lassen. Mhm. Wie sieht es denn mit deiner Familie aus? Du hast auch 2 Kinder. Eifern die schon mit? Es sind allerdings 2 Töchter. Oftmals ist es ja so, dass Frauen nicht ganz so fußballbegeistert sind wie Männer. Das ist richtig. Um das Richtige einfach ins richtige Licht zu rücken,
Da ich also schon Konkurrenz in der Familie habe. Meine Schwäger sind alles Bayern-Fans. Und da habe ich natürlich meine Kinder, das heißt, wie sie in der Wiege waren, den ersten 60er-Titel gekauft. Die ersten 60er-Strampler, also die sind gleich aufgezogen worden von klein auf. Glaubst du denn, denen macht das auch Spaß? Das weiß ich nicht, ob es denen Spaß macht. Also ich habe meine Töchter öfters jetzt mitgenommen ins Stadion schon. Und jetzt, wenn es wieder wärmer wird, nehme ich sie auch beide mit. Die eine, die Jacqueline, die ist jetzt also 2,5 Jahre alt. Die ist also Zeit, dass sie zum ersten Heimspiel kommt. Und sagt die denn auch schon mal was über andere Fußballfans oder so? Ja, meine 7-jährige Tochter, die sagt weniger was darüber. Meine 2,5-jährige Tochter, also die Jacqueline, da waren wir jetzt letztes Mal, waren wir in der U-Bahn gesessen und da war dann ein Spiel, da sind ja die Bayern-Fans sind dann zum Auswärtsspiel gefahren und die Löwen haben dann daheim gespielt. Und dann waren wir in der U-Bahn und dann sitzt da ein Bayern-Fan in voller Montur. Dann schreit sie zu mir, sagt sie, schau mal Papa, sagt sie, ich für Teufel Bayern. Meine Frau natürlich nichts anderes zu tun gehabt, hat natürlich weggeschaut, so ungefähr, ihr gehört's nicht zu mir. Und ich habe natürlich kräftig mitgeholfen, ne? Ich meine, das ist nun mal so. Stimmt es, dass du sogar mal einen Job verloren hast? Dass du, weil du ein Fan bist, ein Löwen-Fan. Ja, da habe ich im Restaurant gearbeitet, habe ich als Kellner gearbeitet und bin also regelmäßig, wie gesagt, auf Heimspiele, Auswärtsspiele gefahren und natürlich auch so manchen Rausch davon getragen. Die schlimmste Nacht war auf St. Pauli. Jetzt also. Die hat natürlich in dem Moment eine Menge Asche erstmal gekostet. Weil unter 2000 Mark bin ich dann auch nicht mehr heimgefahren. Ich habe die ganzen 2000 Mark am Kopf gehauen. Und das war dann schon ein bisschen über dem Level gezogen. Also. Ja, das war das ein einmaliges Erlebnis mit den 2000 Mark? Oder was kostet denn das ansonsten dieser Erlebnis. Ganze Fanspaß? Wie viel gibst du denn aus im Monat? Zur Bayernliga-Saison, was heißt nach dem Aufstieg, habe ich also im Monat überpeilt, also gute fast 1000 Mark ausgegeben. Aber in der Regel pro Saison zwischen 10.000 und 7.000 Mark. Also das ist so der Pegel. Das ist ja eine ganz schöne Menge. Was sagt deine Frau dazu? Ja, gut, die hat in dem nichts gesagt, weil ich meine, ich bin Glasreiniger. Und das Geld, was ich verdiene, habe ich gesagt, das bleibt in der Familie. Ich habe also mehr Nebenjobs gesucht. Und durch diese Nebenjobs habe ich mir praktisch mein Hobby, mein Leben, meine Religion einfach finanziert. Ihr seht euch bestimmt nicht mehr allzu oft, aber wenigstens seht ihr euch hier. Deine Frau ist nämlich auch da. Inge, herzlich willkommen. Inge, das dritte Kind ist schon unterwegs. In wievielten Monat bist du? Im 7. Wollt ihr eine ganze Fußballmannschaft machen? Nein, 3 sind genug. 3 sind genug. Als du ihn geheiratet hast, wusstest du damals schon, dass er so ein fanatischer Fußballfan ist? Wie wir geheiratet haben, schon. Aber das erste Jahr, wie wir zusammen waren, da wusste ich es nicht, weil da hatten wir keinen Fernseher und da kam das nicht so raus. Und dann? Ja, und dann ging's los, als wir unsere erste gemeinsame Wohnung hatten mit Fernseh. Und dann ging's natürlich rund, ne? Fußball, Fußball, ganzen Tag nichts anderes als Fußball. Wie benimmt er sich denn, wenn er ein Löwenspiel sieht? Naja, da wird dann der Fernseh schön laut gemacht, ne? Damit man ja recht viel hört. Die Nachbarn dürfen dann auch mithören, ne? Weil die ja keinen eigenen Fernseher haben. Und dann wird gebrüllt und geschrien und dann sage ich halt immer zu ihm, schrei doch nicht, die hören dich doch sowieso nicht. Und dann sagt er immer, schon gut und dann, oh, faul und siehst du das nicht und der Schiri ist gekauft und also ein Mordstrara und da geht es dann immer zu. Ja, wie findest du das denn? Wie gehst du damit um, wenn da zu Hause, fliehst du da nicht manchmal? Oh doch, ich gehe halt dann zu meinen Eltern oder ich gehe, wenn es dementsprechend die Uhrzeit ist, immer Bett. Was um Himmels Willen passiert denn, wenn die Löwen verlieren? Ja, es kann dann schon mal passieren, dass es Randale gibt zu Hause. Ne? Also da wird dann der Tisch hochgehoben und fallen gelassen. Dann fliegt der Weißbierglas durch die Gegend und naja, lauter so Sachen. Ja, du kannst ja ziemlich darüber lachen. Findest du das amüsant zu Hause? Ja, mittlerweile ja. Was hältst du denn vom Fußball im Allgemeinen? Im Allgemeinen überhaupt nichts. Weil für mich sind das 22 Leute,
Die laufen da am Feld spazieren und laufen dem Ball hinterher. Und ich sehe da keinen Sinn im Fußball. Also. Wie ist es denn mit dir? Hast du denn auch so ein Hobby, worin du so richtig aufgehst? Entschuldigung. Ja, Eishockey. Eishockey? Ja. EHC München. Ja, dann guckst du dir dann auch jedes Spiel an und eiferst mit, hebst den Tisch hoch, brüllst den Fernseher an? Nee, so schlimm bin ich nicht. Nein, ich bin, also der ESC München, der ist ja leider Gottes, Heders München damals, ist ja leider Gottes bankrott gegangen. Und jetzt sind sie ja wieder in der Bayernliga. Und da war ich auf jedem Heimspiel, also das war halt mein... So ein bisschen liegt es aber schon jetzt in der Familie. Ich habe mal eine Frage an den... Andreas, liebst du mehr deine Frau oder mehr München? Scheiß was auf Frau und Kind, Hauptsache 60 gewinnt. Charmant! Ja. Wie lebt sich es denn damit, Inge? Ganz gut. Ja. Wie oft seht ihr euch denn? Auch eigentlich jeden Tag. Nur wenn er halt auf Fußball geht, ne? Da ist er dann in der Früh schon weg. Und dann sieht man sich dann erst wieder, wenn er kommt. Er hat uns vorhin schon erzählt, wie viel Geld dabei drauf geht. Wie findest du das denn? Ich meine, willst du dir nicht auch mal für das Geld vielleicht was Schönes leisten? Nee. Da habe ich mein eigenes Geld. Und dir ist das völlig wurscht, dass, ich meine, Kinder kosten ja auch einiges. Ja, schon. Also ich sag mal, solange es das Geld ist, das wo er nebenbei verdient, ist mir das egal. Wie ist das denn? Würdest du denn sie mitnehmen, wenn sie mal mit auf ein Spiel kommen wollte? Ja, ich meine, warum auch nicht? Ich meine, ich wäre sehr begeistert gewesen, wenn ich zu dem Zeitpunkt, wie ich damals in München gekommen bin, vor 9 Jahren, dass wenn ich eine Frau gefunden hätte, die natürlich auch so fanatisch Löwenfan gewesen wäre, dann wäre natürlich das gewesen, was ich absolut gebraucht hätte. Dann hätten wir die Wohnung zu zweit, hätten wir sie geweißelt, natürlich weiß-blau, und das wäre natürlich dann optimal gewesen. Ne? Also, würdest du denn mitgehen? Warst du schon mal bei einem Spiel dabei? Ja, natürlich, auf 2 oder 3. Aber so toll findest du das nicht? Nee, gibt mir nichts. Du hättest gerne, dass sie mitkommt, aber mein nächster Gast, er heißt Dirk. Und er findet es eigentlich nicht so toll, wenn seine Freundin mitkommen möchte. Er sagt, Frauen haben da nichts zu suchen. Herzlich willkommen, Dirk. Dirk, du bist verlobt. Seit wann? Seit fast 2 Jahren. Seit 2 Jahren bist du verlobt. Kommt denn deine Verlobte mit zum Fußball? Naja, also sie will schon, aber ich nehme sie auf keinen Fall mit. Wieso denn? Ja, weil Frauen im Fußballstadion gar nichts verloren haben. Ganz kurz, was für ein Fan bist du? Köln. Erster FC Köln. Ja, klar. Warum hast du nicht so eine Mütze? Das hatte ich früher mal als Jünger war, aber mittlerweile. Das legt sich mit dem Alter. Ja. Lüge, auch Lüge. Aber deine Freundin würde ganz gerne mitgehen. Ja, klar. Was sind da für Diskussionen? Was nennst du hier als Grund, dass sie nicht mitkommen soll? Ja, Frauen im Fußball, das bringt überhaupt nichts. Die plärren nur rum und labern 90 Minuten dir die Ohren zu, da kriegst du nichts mehr vom Spiel mit. Was tust denn du beim Fußball? Du brüllst doch auch? Ja, sicher, aber ich weiß, wann ich dann brülle, aber Frauen. Interessiert sich deine Freundin denn für Fußball? Ja, sicher. Versteht sie die Regeln nicht? Ja, sie versteht sie schon mittlerweile, nachdem ich das Thema erklärt habe, klar. Wie ist das denn? Wart ihr denn mal zusammen auf einem Spiel? War das arg so schlimm? Ja, einmal waren wir zusammen, sind mit dem Auto hingefahren und dann hatte ich ihr kurz, bevor wir ins Stadion reinging, habe ich ihr dann mitteilen lassen, dass ich für sie eine andere Eintrittskarte habe und habe mich dann halt auf dem genau gegenüber vom Stadion gesetzt und habe dann mit ihr dann am Auto wieder verabredet. Bin aber dann, weil sie verloren hat und ich wusste, warum sie verloren hat und ganz klar, weil sie mitgefahren ist, bin ich dann mit dem Zug zurück und sie hat dann gewartet halt. Du lachst, Inge! Moment, hier ist mal eine Frage. Du möchtest etwas fragen. Was für ein Fan bist du? Dortmund. Oh, scheiße. Hast vergessen? Ja, irgendwie. Eigentlich sind doch die Männer, die immer rumbrüllen. Also für mich sind die Frauen vernünftiger im Stadion, weil die Männer hüpfen da rum und kreischen da rum, brüllen. Also die Frauen, Ja, das ist schon richtig. So sollte auch sein. Wenn es aus dem Herzen rauskommt, dass man rumbrüllt, dann ist ja gut. Aber die Frauen, wenn die rumbrüllen, dann irgendein sinnloses Zeug. Was brüllt sie denn rum?
Brüllt sie das Falsche, wenn sie mal brüllt? Ich war ja nicht, ich habe noch nie neben ihr gesessen. Ich weiß nicht, was sie brüllt. Erklär du mir doch mal, vielleicht liegt es an deiner Erklärweise, dass du es zehnmal erklären musst, was ein Abseits ist. Ein Abseits ist eine Situation während des Fußballspiels. Hab ich verstanden. Wenn ich das jetzt so erklären müsste, dass die alle Frauen das verstehen, das würde zu lange dauern, glaube ich. Kannst du mir das erklären? Also ich kann das sehr gut erklären, was er da erzählt, was er ablässt, das ist völliger Dünnschiss, was du da ablässt. Ich gebe meiner Frau Zusammensteuern. Ja? Pass auf. Du siehst das, TV-Spielfilm muss nicht sein, aber HSV. Ich bin HSV-Fan, meine Frau ist St. Pauli-Fan. Sie kommt mit mir zum HSV und ich gebe meiner Frau zu St. Pauli hin. Und meine Frau, die hat mindestens genauso viel Ahnung vom Fußball wie du. Mit, ja, Sicherheit. Mit Sicherheit nicht. So wie du ihm Absatz erklärt hast, also das war stark. Spitzenmäßig. Nein, also ich bin wirklich froh, dass wir diese Sendung machen. Endlich weiß ich, was ein Abseits ist. Eine Situation beim Fußball. Mal sehen, ob deine Freundin mir das etwas besser erklären kann. Denn sie sagt schon, sie hat ja schließlich Ahnung vom Fußball. Claudia, herzlich willkommen. Claudia, kannst du mir erklären, was ein Abseits ist? Ja, also man, ein Spieler läuft, ja? Mhm. Und dann ist das gegnerische Tor. Ja. So, da sind zwei Gegner. Mhm. Und wenn jetzt Toni Polzer läuft, sag ich mal. Ja. Und der läuft halt durch und der steht hinter den zwei Gegnern. Dann wird gepfiffen. Richtig, falsch? Richtig, bei der Ballabgabe müssen mindestens zwei gegnerische Spieler vor dem annehmenden... Nein. Also was jetzt? Wollt ihr mich jetzt ganz... Torwart und ein weiterer Abwehrspieler muss vor dem angreifenden Spieler der sein. Torwart, der Torwart ist ja schließlich auch ein Spieler. Ja. So. Gut, du hast ansonsten, also so hast du es mir auch versucht zu erklären... Er sagt aber, Frauen würden unqualifiziertes Zeug daherreden. Stimmt das? Nein, absolut nicht. Hast du dich denn, bevor du ihn kennengelernt hast, schon für Fußball interessiert? Ja, warum nimmt er dich denn nicht mit zu den Stadien? Tja, er ist halt fest der Überzeugung, dass Frauen nicht zum Fußball gehören. Und diese Meinung teile ich absolut nicht, weil Frauen können sich genauso ärgern und auch freuen wie Männer. Findest du es dann okay, dass er sein Hobby so ausübt, wie er es tut? Ja klar, ich meine, jeder hat sein Hobby, nur er soll mich mit einbeziehen, ich will ja mit. Aber der nimmt mich nicht mit, weil Frauen nicht zum Fußball gehören. Ja, aber du könntest doch auf eigene Faust auch hinfahren. Ja klar, sicher, aber ich will ein Fußballspiel mit ihm zusammen gucken und mich mit ihm nachher darüber unterhalten und nicht, dass er irgendwo auf dem Block irgendwo da hinten sitzt und dann kann ich mal kurz winken, hallo, hier bin ich bin noch da. Finde ich absolut Schwachsinn. Wie war denn das, als ihr da einmal zusammen zu dem Spiel gefahren seid? Ja, wir sind halt mit vier Freunden oder so dahin gefahren. Und dann kam auf einmal an, so total lieb. Und ich dachte, der ist ja gar nicht so wie die anderen Männer, von wegen Frauen und so, lass mich jetzt in Ruhe. Auf jeden Fall kam er total lieb an. Und dann kam ein Freund und sagte so ihm, hast du es immer noch nicht gesagt? Und ich so, was? Guck den so von der Seite an. Und dann sagte der Freund zu mir, ja, du kannst leider nicht mit uns kommen. Du musst auf einen anderen Block, es ist viel zu gefährlich für dich. Ja. Und hinterher seid ihr ja noch nicht mal zusammen nach Hause gefahren. Nein, absolut nicht. Also ja, wir sind dann das Spiel war halt zu Ende. Köln hat verloren. Ja. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr wieder gesehen. Er ist dann halt mit dem Zug gefahren, nicht mit dem Auto. Und ich saß dann zu Hause. Super. Guckst du dir denn jetzt, wenn du nicht mit in die Stadien gehst, guckst du dir denn die Spiele vorm Fernseher an? Auf jeden Fall. Macht dir das überhaupt noch Spaß? Ja klar, mit einer Flasche Bier geht alles. Wie ist denn das, Andreas? Findest du das okay, wie der Dirk das hält? Nee, ich würde dir einfach einen guten Vorschlag machen. Sie soll halt Löwen-Fan werden, dann nimmst du mal mit, dann ladest du einer München und dann gehen wir mal zusammen ins Stadion, dann hast du mal den Genuss davon, wie das ist. Oh, lecker, dann sind wir, glaube ich, auseinander. Aha, aha. Wie wäre es denn, wenn sie ein anderes Hobby hätte und dem genauso frönen würde wie du? Ja, ein anderes Hobby habe ich gar nichts dagegen. Klar. Kein Problem.
Ja, kommt drauf an, was natürlich, aber normalerweise habe ich ja nichts dagegen. Aber was heißt, kommt drauf an? Was hättest ja, du, wogegen gibt da schon was? Einige Sachen, die dann nicht so in Ordnung wären, glaube ich. Oder so. Und wenn sie jetzt Löwen-Fan würde? Nee, da hätte ich auf jeden Fall was dagegen. Obwohl, Löwen geht noch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Bayern oder Leverkusen, Schalke du würdest oder mit ihr Schluss machen, wenn sie plötzlich Bayern-Fan wäre? Ja, auf jeden Fall. Wie findest du das denn, Claudia? Absolut. Schandhaft. Ja. Dirk, kannst du dir vorstellen, dass es auch andersrum ist, dass es eine Frau gibt, die völlig fußballfanatisch ist und ihr Freund das total annervt? Ja, kann ich mir schlecht vorstellen, aber gibt es mit Sicherheit, ja. Gibt es! Sie ist hier, Nicole, herzlich willkommen! Nicole, stimmt es, dass Frauen zu blöd sind, die Regeln zu kapieren? Ich finde das total Schwachsinn. Nee, hier, hier, der mittlere. Ja, was er erzählt. Wieso? Was, du bist was für ein Fan? Schalke. Und ist das okay? Schalke? Wie kommt es, dass du dich für Schalke so sehr interessierst? Ja, das wird mir in die Wiege gelegt. Meine Mutter geht auf Schalke, mein Opa ist immer gegangen. Und wie sehr frönst du denn diesem Hobby? Was machst du denn alles? Also ich fahre jedem Auswärtsspiel hin, zu Hause mache ich Ordner. Ja. Was sagt dein Freund dazu? Also der ist gar nicht dafür. Weißt du denn alle Ausdrücke, was heißt? Ja. Abseits? Ja. Erklär du ganz kurz. Ja, also wenn der Angreifer vorm Torwart und hinter den beiden Stürmern ist. Ah ja, das habe ich jetzt verstanden. Hm? Ist ja nicht schlecht. Nochmal kurz zu dir, Dirk. Wie ist das denn? Es gibt ja auch Frauenkommentatoren im Fußball. Wie, ja, was hältst du denn von denen? Also wenn im Radio kommt, dann schalte auf jeden Fall ab. Wieso? Ja, warum denn? Die weiß doch auch Bescheid. Ja, die weiß überhaupt nicht Bescheid. Die ah ja, aber sie macht's doch. Also muss sie doch Bescheid wissen. Ja, natürlich, die kriegt die Fragen vorgelegt oder wenn sie ein Interview führt und dann fragt sie die Fragen, was da auf dem Zettel steht oder so. Auf jeden Fall weiß sie absolut nicht Bescheid. Weiß Nicole auch nicht Bescheid? Ja, aber ihr glaube ich mittlerweile doch. Ja. Aber da muss er doch schon von der Wiege an halt sein, sonst klappt das nicht. Ja, aber rein theoretisch könnte sie jetzt ja auch Fußballkommentatorin werden. Ja, jetzt ja. Nicole, wie ist das denn? Wir haben vorhin schon deinen Freund angesprochen. Der findet das überhaupt nicht prickelnd, dass du eben so ein eingefleischter Schalke-Fan ist. Wie geht es denn bei euch zu Hause zu? Ja, also es geht schon morgens los, wenn Samstags morgens ist. Und ich ziehe mal in die Kutte an und alles. Gehst du schon wieder auf Schalke? Und dann sage ich, ja, warum nicht? Er kann ja auch mitkommen, aber er ist absolut nicht für. Möchte nicht. Und nee. Wie sieht's mit dem Fernsehen aus? Gehst du immer zu den Spielen direkt oder guckst du es dir auch manchmal Nein, im Fernsehen? Nein, ich gehe immer hin. Egal ob zu Hause oder auswärts. Guckst du dir denn ab und zu auch das aktuelle Sportstudio an oder ran? Oder? Ja, immer. Also ich komme vom Spiel zurück, wenn sie zu Hause spielen. Sofort zack, Sat.1 anmachen, ran. Und danach nochmal das Sportstudio. Ja, und was sagt dein Freund dazu? Ja, der ist davon gar nicht begeistert. Wieso? Ja, er geht dann immer im Keller runter. Und da gefällt es ihm besser? Ja, also er hat dann immer eine Motocross-Maschine stehen. Ja, und dann geht er eben da dran. Wie ist es bei dir, Nicole? Hast du auch irgendwelche Trophäen oder irgendwas Angemaltes? Ja, ich habe so ein paar Masken hängen. Dann habe ich so ein Trikot an der Wand. Ja, aber im Gegensatz zu meiner Mama, die hat unten alles blau-weiß. Wir wohnen im gleichen Haus. Und da ist alles blau-weiß. Sie hat die Bilder an der Wände und ich habe sie in meinem Poesiealbum. Und du hättest es aber schon gerne, dass auch alles bei dir blau-weiß wäre? Ja. Bist du ein bisschen neidisch drauf? Ja, ein bisschen. Und wieso geht das nicht? Nee, der Andreas ist dagegen. Ist das nicht auch eine teure Angelegenheit? Ja, es geht. Wie viel gibst du denn ungefähr dafür aus? Ja, weiß nicht, so im Jahr 4.000, 5.000. Schon eine ganze Menge. Ja. Aber wenn man zusammen wohnt, stört sich da denn nicht der andere daran, dass man das gemeinsame Geld irgendwie dafür verprasst? Ich nehme nicht das gemeinsame Geld. Also ich mache auf Heimschulen mache ich Ordner und da verdiene ich mir mein Geld für meine Auswärtsfahrten. Was machen Ordner? Also ich muss die Leute abtasten, die reinkommen. Wie ist das bei euch? Geht bei euch gemeinsames Geld irgendwie für dein Hobby drauf, Dirk? Ja, wir sind jetzt vor kurzem erst zusammengezogen, seitdem haben wir erst gemeinsames Geld und die Dauerkarte hatte ich letztes Jahr schon gekauft. Nächstes Jahr mal sehen. Zahlst du ihm dazu? Nein.
Wie ist das denn? Ihr seid jetzt vor kurzem zusammengezogen. Gefällt dir das? Siehst du ihn denn auch oft genug? Das möchte wohl sein. Auf jeden Fall. Schon? Ja. Wie oft ist er denn weg auch? Übers Wochenende eigentlich? Ja, freitags oder samstags. Und was machst du da? Fußball im Fernsehen gucken. Wahnsinn. Hier ist übrigens der Freund und Lebensgefährte von Nicole. Herzlich willkommen, Andreas. Nicole ist ein absoluter, überzeugter Schalke-Fan. Ja. Du auch? Nein. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung vom Fußball, mich interessiert das nicht. Ja, aber Frauen haben doch keine Ahnung vom Fußball. Haben wir doch gerade gelernt. Nö, sie hat ja Ahnung, weil sie schon jahrelang von den Eltern und von der alles gelernt hat. Und wenn du Fußballfan wärst, wärst du dann Schalke-Fan? Nein. Warum? Nö, lieber Regionalliga gucken, ist ruhiger. Was ist bei den HSV-Lern falsch? Quatsch, HSV, sag ich schon, Schalke. Das ist immer so voll, das Stadion. Mhm. Und wie spielen die? Oh, nicht gerade begeistert. Was machst du, wenn sie nach Hause kommt und Ransch guckt? Geh ich im Keller. Was machst du da? Ja, nehme ich die Maschine auseinander, die Rheinkross oder mach was anderes. Und der Schwiegervater ist dann auch meistens unten, dann gehen wir in den Mofa. Warum erlaubst du ihr denn nicht noch ein bisschen mehr aufzuhängen? Ja, ich muss ja oben auch in der Wohnung leben, nicht sie alleine. Und weil ich von mich gefällt hat irgendwie nicht, wenn die blau-weiß alles ist. Sie kann ein paar Teller und ein paar Masken hinhängen, aber alles blau-weiß machen, das will ich nicht. Wie findest du denn, wie Dirk seine Freundin behandelt? Ach, da muss jeder von sich wissen, was er macht. Also würdest du denn mit ihr oder würdest du ihn überhaupt mit ins Stadion nehmen, wenn Natürlich. Er mitkäme? Ja, wenn er mitgehen würde. Bist du schon mal mitgegangen? Einmal. Und wie war's? 5 Minuten Stadion. Nordkurve rechts rein, links wieder raus und nach Hause. Was war denn so schlimm da dran? Zu voll. Weil brechend voll war, man kam da nicht durch in die Kurven und dann bin ich sofort wieder abgehauen. Wie hältst du das denn dann da aus, Nicole? Mir ist das egal. Also wie ist das denn eigentlich von euch? Seid ihr jemals schon mal Hooligans begegnet? Ja. Ja, mehrmals. Wie ist das? Schön. Mischt ihr da mit ein bisschen? Ab und zu, ja. Ja, das hat... Muss ich was dazu sagen. Und zwar, als ich 15 war, da bin ich auch mit Schal und so rum, da hatte ich eigentlich nichts damit zu tun. Und bin dann irgendwie reingeraten, hab 4-mal das Handgelenk gebrochen gehabt und lag 12 Wochen im Krankenhaus. Und seitdem mache ich halt gar nichts mehr und gehe halt mit. Und da passiert dir weniger, wenn du mitmachst. Ganz klar. Wie mitmachst? Ja, mit Schlagen. Oder? Was? Schlagen? Passiert dir da weniger? Wenn der andere austeilt, dann bist du genauso droh. Zum Beispiel, wenn man wegläuft, dann passiert auf jeden Fall mehr, als wenn du draufläufst. Würdest du dich auch als Hooligan bezeichnen? Ja, vielleicht auch ein bisschen jung, aber in 5 Jahren mit Sicherheit, ja. Wie findest du das, Claudia? Das ist seine Entscheidung. Ich meine, wenn er mit einem gebrochenen Arm, Schlüsselbein, ich flicken nicht. Wir haben jemanden hier, der bezeichnet sich auch als Hooligan. Herzlich willkommen. Du hast dich jetzt extra verkleidet, damit man dich eben nicht erkennt. Ja. Er gibt es jetzt hier ganz frei und offen zu. Wer? Der Dirk. Ja, ich weiß ja nicht, wie er dabei irgendwas zu sagen hat. Oder wie er überhaupt damit verläuft. Mit Trikot würde ich zum Beispiel nicht rumlaufen. Oder sonst irgendwelche Sachen. Was macht denn ein Hooligan? Ja, wir treffen uns halt außerhalb des Stadions. Oder wenn vielleicht passiert mal was im Stadion, aber zum größten Teil immer außerhalb des Stadions. Und da trifft man sich dann halt mit der gegnerischen Gruppe. Die Leute kennt man auch von Länderspielen oder von anderen wertigen Spielen, UEFA Cup Spielen. Und dann geht man da halt hin. Und dann trifft man da auf den Gegner. Und dann wird es dann halt ausgeboxt. Wer der Bessere ist. Wie, ihr verabredet euch vorher, hey, wo prügeln wir uns heute? Ja. Und wie wird man zum Hooligan? Werden, das kann man nicht werden. Also entweder hat man einen Drang dazu, darauf Lust oder nicht. Und das findest du gut oder was? Ja. Was ist da dran so gut? Ich meine, ich gehe doch auf ein Fußballspiel, um mir ein Fußballspiel zum schauen und nicht, dass ich mich dann anschließend schlag. Ja, das ist ja dein Problem. Bist du denn ein Fan von einer gewissen Mannschaft? Ja, natürlich, vom HSV. Wenn du so ein Freund von HSV bist, warum musst du dann sowas machen? Was hat das denn damit zu tun? Dann kannst du auch deine Bau.
Ja, warum muss man das machen? Was gibt dir das? Was heißt, was gibt mir das? Ich gehe da hin und habe dann mein Hochgefühl, danach, wenn ich eine Boxerei hatte, wenn wir die jetzt durch die Gegend gejagt haben oder sonst irgendwas, dann haben wir natürlich unser Hochgefühl. Und also ist das bei dir so, dass dir bei so einer Fußballschlägerei eine abgeht? Ja. Super. Und hast du denn ab und zu mal, also mit Nichtbeteiligten auch mal zusammengehauen? Nee, mit Nichtbeteiligten hat das ja gar nichts zu tun, in dem Sinne. Weil die Nichtbeteiligten, die sind ja gar nicht zu dem, an den Orten, wo wir uns jetzt treffen und zum Boxen. Sondern wir treffen uns ja außerhalb des Stadions, außerhalb meist auch der Umgebung des Stadions. Weil dort viel zu viel Polizeiaufgebot ist oder sonst irgendwas. Ja, Moment, ich komme. Also wir sind ja jetzt einige St. Pauli-Fans auch im Stadion. Hast du deine Leute jetzt auch draußen stehen und wenn wir rauskommen, gibt's erstmal Keile oder wie ist das? Nee. Ja. Nee. Auf keinen Fall. Weswegen denn? Warte mal. Warum sollte da jemand draußen stehen und dich umhauen? Ja, weil wir uns vielleicht als St. Pauli-Fans outen oder so. Und wenn wir, wenn das gegen St. Pauli Leute geht, ist doch ganz was anderes. Er hat doch gerade gesagt, unbeteiligte Fans, die kommen da überhaupt nicht mit rein. Die geraten in sowas gar nicht rein. Ja, Nicole, wie ist das denn? Wenn ich zufällig in der Nähe bin, vielleicht wenn ich jetzt gerade auch den Weg gehe, was dann und bin vielleicht außer Otzung und krieg ja, von denen. Ja, wenn du so angezogen wärst, dann würden wir dich ja gerade deswegen nicht umhauen, weil du ja als Fan deklariert bist. Du hast ja nach außen, bist du ja als Fan zu erkennen. Wenn wir uns mit St. Pauli Leuten hauen, dann sind das Autonome. Und bei den anderen Vereinen sind das halt andere Hooligan. Findest du das prima, die Sportart, die er ausübt? Ich meine, wenn er irgendwie ein Autonom oder Punks auf die Schnauze hat, finde ich es schon in Ordnung. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fast 40, ich gehe seit 72 hier ins Stadion und das mit dem Hooligans, das nimmt immer mehr Überhand. Und das, was du sagst, dass ihr nur unter euch kloppt, das ist nicht wahr. Ihr kloppt euch auch im Stadion, ihr kloppt auch auf ganz unbehelligte Leute, die da hingehen mit ihrer Frau oder was weiß ich, um ein Fußballspiel zu sehen und da geht es auch drauf. Ja, genau, vor allem Frauen und Kinder schlagen wir besonders gern, oder was? Das ist doch Blödsinn, was du jetzt sagst. Das ist doch wieder völlig aggressiv. Nee, du bist doch nicht aggressiv. Du willst mir doch erzählen, dass wir irgendwelche Leute. Ich habe doch schon gesehen, dass auch im Stadion in der Westkurve HSV-Fans von Hooligans vom HSV zusammengetreten worden sind. Wer macht denn dann sowas? Wieso sollte denn HSV-Fans zum Beispiel in der Westkurve, Hooligans sollten die in der Westkurve sein? Die sitzen doch ganz woanders. Das müsstest du ja gerade wissen. Als ja, nee, dann erklär du uns das doch mal, Kemal. Wenn dann irgendwelche Nichtbeteiligten, also Nicht-Hooligans, zusammengeschlagen werden, wer schlägt? Ich weiß nicht. Nur nach außen hin wird immer gleich gesagt, das sind die Hooligans, nur weil sie einfach aggressiv sind. Bist du oft Konflikt mit der Polizei? Ja, na klar. Also man hat natürlich seine Probleme mit der Polizei. Was ist denn eigentlich, wenn du auf einen anderen Hooligan triffst und ihr euch vorher nicht verabredet habt? Ja, es kommt auf die Situation. Wenn ich alleine bin und er ist auch alleine und wir wollen nur reden, dann reden wir. Und wenn da sowieso Aggressionen zwischen den Vereinen sind, was weiß ich, wenn das jetzt zum Beispiel Schalker oder Rostocker oder sonst irgendwelche sind, dann würde man vielleicht auch gleich zuhauen. Kommt ganz auf die Situation an. Wie ist das denn, wie weit geht ihr denn bei so einer Schlägerei? Ja, bis der Gegner läuft oder halt am... Bis er nicht mehr aufsteht? Nee, so weit nicht zum Beispiel. Nur so weit, dass er läuft. Oder halt, wenn die am Boden liegen, wird eigentlich nicht weiter reingetreten. Vom Groben kann man das sagen, aber zum Beispiel, wenn der Gegner ankommt mit Waffen, also mit Latten in der Hand oder sonst irgendwelchen Sachen oder irgendwelche Leute mit Flaschen schmeißen, dann ist ja klar, dass die eigenen Leute sich dann auch nicht zurückhalten. Weil wenn man die ersten Leute sieht, die dann mit einem aufgeschnittenen Gesicht oder sonst irgendwie von der Flasche was abgekriegt haben, dann ist man halt, ist natürlich klar, dass man gegen den Gegner dann auch nicht fair vorgeht. Was heißt denn fair? Fair heißt nur mit Fäusten und Beinen und... Ist denn schon mal etwas Schlimmeres passiert? Mir persönlich? Wo du dabei warst? Ja, es gibt sicherlich immer mal Aussätze, aber es ist dann meistens immer durch unfaire Aktionen. Also durch, entweder weil Leute irgendwelche Waffen benutzen. Die halten sich einfach nicht an die Regeln, die es da ja anscheinend gibt. Bist du schon mal zusammengeschlagen worden? Wie, und wenn, dann gönne ich dir das. Was meinst du? Sie gönnt dir, wenn du mal richtig zusammengeschlagen wurdest. Nee, ja, was soll ich dazu sagen? Ich wollte mal fragen, woher erkennt ihr denn die Leute, die unbeteiligt sind? Wie ich gerade eben schon erklärt habe, man erkennt den Gegner daran, dass
man hat erstmal einen Treffpunkt, der nicht beim Stadion ist. Zweitens sind das eine Gruppe Jugendlicher, die auch ca. 100 Leute oder 60 Leute sind. Erkennt man ja daran, dass sie in eine Gruppe gehen und nicht, wenn dann irgendein Unbeteiligter in die Gruppe reingeht von diesen 60 Leuten, dann ist er auch selbst dann schuld. Ja, und ich habe noch eine Frage. Warum verkleidest du dich hier überhaupt? Hast du so viel Schiss, dass du rauskommst, wenn du rauskommst, dass du dir da einen Hals kriegst? Also dazu muss ich sagen... Dazu muss ich sagen, dass ich von der Sendung hier angerufen wurde, dass sie mich gefragt haben, ob ich hier teilnehme. Und ich habe das nur aus dieser Voraussetzung gemacht, weil ich erstens öffentlich arbeite, das heißt, wo mich jeden Tag jemand erkennt, mich jeden Tag einer darauf anspricht. Zweitens, die Polizei bestimmt das nicht gut findet, was einige Sachen, die man erzählt. Ich weiß ja nicht, wie weit das Thema hier geht. Aber ich meine, wenn die jemand kennt, dann kennt er die so auch. Und wenn es da Perücken aufhast und am Bart oder was? Ja, von meinen Freunden geht das ja auch gar nicht aus. Es gibt aber diverse Unbekannte, die einem daraus irgendwas drehen wollen, die einem irgendwelche Aggressionen oder sonst irgendwas andichten wollen, die man gar nicht hat. Also jetzt im normalen Leben. Im normalen Leben lebt man sein Leben und das hat ja nichts mit der, mit dem Fußball dann zu tun. Du scheinst auch ein Fußballfan zu sein. Ja. Wie heißt du? Stefan. Herzlich willkommen, Stefan. Von welcher Mannschaft? Rostock. Hansa Rostock? Ja. Warum gerade die? Was findest du da so gut dran? Ja, also ich wohne im Osten, also meine Eltern sind auch Rostock-Fan. Und da bleibt einem nichts anderes übrig. Ja. Wie findest du das denn, wenn sich Leute im Fußballstadion prügeln? Doof, also schlecht. Wieso? Was soll denn das? Also bringt doch nichts. Was bringt dir das? Was mir das bringt? Hm? Ich habe meine Freude dran. Ich bin mit meinen Freunden unterwegs. Wir haben Auswärtsfahrten, das ist wie ein Abenteuerurlaub. Und du gehst du eigentlich öfter auch zu den Spielen? Ja. Wie oft? Naja, also kommt drauf an. In der Saison 6, 8. Würdest du gern öfter gehen? Ja, schon, aber... Und warum kannst du nicht? Na, kostet ja auch Geld, ne? Kannst du nicht so leisten? Ja. Würdest du gerne mal Fußballspieler werden? Ja, aber naja, das ist ja auch ziemlich schwer und so. Naja. Du, mal sehen, wir haben ein bisschen was für dich vorbereitet. Komm mal mit. Du gehst jetzt einfach mal mit mir mit. Einen herzlichen Applaus für Stefan. Ja, Stefan wusste eigentlich nicht, warum er hier ist. Jetzt sitzt er in der Küche und weiß es immer noch nicht. Und wir werden das Geheimnis auch erst später lüften, also es bleibt ein bisschen spannend. Wir haben noch jemand hier, der sehr arg Hansa Rostock-Fan ist. Herzlich willkommen, Sebastian. So, Sebastian, hervorragend. Ich hoffe, Sie können vorne im Zuschauerraum Platz nehmen. Vielen herzlichen Dank. Sebastian hat gerade eine schwere Operation hinter sich und fühlt sich aber derweilen ziemlich gut. Ja. Du bist auch Hansa Rostock-Fan. Genau. Und warum Hansa Rostock? Weil die gut spielen und weil das in unserer Nähe ist. Aber die sind jetzt vom Abstieg bedroht. Und? Würdest du da vielleicht eventuell sagen, ach nee, dann doch nicht mehr? Nee. Warum? Na, wenn sie absteigen, machen sie in der zweiten Liga den Meister und schlagen wieder auf. So einfach ist das. Nach einem Abstieg kommt immer wieder der Aufstieg, das ist ja ganz einfach. Und... Du hast ja auch einen ganz, ganz, ganz speziellen Wunsch, was Hansa Rostock betrifft. Was ist das denn? Ich wünsche mir ein Trikot mit allen Unterschriften. Von den Hansa-Spielern? Genau. Ein Trikot mit allen Unterschriften von den Hansa-Spielen. Ich meine, das ist natürlich ganz schön schwer, sowas zu bekommen, ne? Hm. Aber wir haben mal geschaut, wir haben uns wirklich da Arme und Beine ausgerissen und haben einen Kurier gefunden, der das hierher bringt. Und mal sehen, ob er so etwas dabei hat. Herzlich willkommen von Hansa Rostock, Christian Beek.
ne? Und hier hast du ein Trikot. Schönen Gruß von der Mannschaft. Danke. Ja. Mit allen Unterschriften drauf? Ja, alle sind Christian, drauf. Christian, vielen herzlichen Dank. Ja, bitte. Christian, wie ist das denn, wenn man so auf Fans trifft? Was machst du da? Bist du da froh, dass es da solche gibt oder können die auch manchmal nerven? Ich sag mal, für den Verein an sich ist natürlich das Wichtigste erstmal der Fan. Dass man überhaupt Fans hat, weil sonst kommt ja keiner ins Stadion. Und von der Warte her ist natürlich für einen Spieler die Sache natürlich ganz einfach. Der Fan kommt ins Stadion, um einen Spieler zu sehen. Und wenn die Spieler gute Leistungen bringen, sind die Fans auch super drauf. Und wenn man natürlich schlechte Leistungen bringt, wie im Theater im Prinzip, dann pfeifen alle. Und damit muss man halt umgehen können. Das ist natürlich in vielen Sachen schwierig. Aber ich sage, bei uns in der momentanen Situation, wo wir uns befinden, ist es sehr schwierig. Aber ich denke, Hansa kommt da unten raus und da sind die Fans auch wieder wohlgestimmt. Ich finde es jedenfalls klasse, dass du etwas für die Fans tust. Wir überraschen ja auch gleich Stefan noch. Er sitzt in der Küche und hat überhaupt keine Ahnung, dass Christian Beek hier ist. Wie war denn das bei dir damals als kleiner Junge? Warst du da auch schon Fußballfan? Für was für einen Verein hast du denn da geschwärmt? Also in dem Fall, ich bin in Berlin groß geworden und habe beim 1. FC Union Berlin so jede Schiene mitgenommen, die es da gab, KJS und so weiter und so fort. Ja, und da war ich immer als kleiner Stift, habe ich dann immer das, früher hieß es immer Nachwuchs-Oberligaspiel, habe ich dann angeguckt, dann habe ich mir die erste Männer angeguckt und habe mir immer gesagt, Mensch, irgendwann willst du auch mal spielen. Und genau das hat dann tatsächlich geklappt. Genau so wie der kleine Stefan, er fängt auch schon früh an, er sitzt jetzt in der Küche und er würde ja auch ganz gerne mal Fußballspieler werden und er weiß nicht, dass du da bist und auch etwas für ihn hast. Und ich würde sagen, die Überraschung ist da, holen wir noch mal raus. Herzlich willkommen zurück, Stefan. Okay. Und Stefan, erstmal hast du da geguckt, aber du bist doch ziemlich cool geblieben. Ja. Kennst du ihn? Ja. Wer ist das? Christian Beek. Wie findest du ihn? Gut. Was sagst du zu deinem Fußball? Ja, auch gut. Er hat sogar gesagt, weil du dir eben nicht so viele Spiele leisten kannst oder so viele Eintrittskarten, du kriegst auf jeden Fall 4 Eintrittskarten und du kannst sogar mal auf der Bank Platz nehmen. Oh, danke. Sie wollten noch etwas sagen. Ja, ich wollte mal sagen, die Frauen, ich bin froh, dass die Frauen so ein bisschen was von Fußball verstehen. Gut, die Frauen, macht weiter. Ich als Frau natürlich nichts dagegen sagen, obwohl ich nicht viel von Fußball verstehe. Wenn die Weltmeisterschaft ist, dann schaue ich auch mal. Aber jeder nach seiner Fasson, alle sollen glücklich werden. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dasein. Danke hier im Studio. Bis zum nächsten Mal.